Guten Morgen, ich hatte eben die beste Begrüßung ever. Nein, nicht wirklich. Aber dann habe ich mich verdrückt bei Sarah. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe Sarah mal wieder ein bisschen beleidigt und dann habe ich mich verdrückt und jetzt muss ich nochmal laden. Oh, hoffentlich ist das Wetter jetzt anders. Nicht anders. Gucken. Nein, ist immer noch schön. So, Sarah, komm her. Du sollst dich um alles kümmern, nicht nur um die Tiere. Oh, ich habe einfach gedrückt und dann geht so schnell hier auf Animals. Warum ist Anything nicht oben? Warum können Leute nicht mal nachdenken? Reden wir über etwas, was mich die letzten Tage aufgeregt hat. Und zwar habe ich vergessen, gestern zu gießen. Damn it! Damn it! Okay. Fuck! Ich habe mir, das habe ich ja schon erzählt, Spiele gekauft. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit schon Spiele kaufen wollte. Und aber einige sind es noch zu teuer. Dann habe ich überlegt, oh, ich habe noch so viele Spiele zu spielen. Ich spiele so wenig. Ich komme nicht dazu, auch die Spiele zu spielen. Und ich habe mir dann, ich habe mir was gekauft. Und zwar Fallout 3. Das soll so teuer sein. Da habe ich gesagt, mein Gott, okay. Hol ich mir das mal. Und dann habe ich aber gesehen, im Internet habe ich dann nachgeguckt, dass das wohl geschnitten ist. Und das ist mein jetziges Thema. Warum zur Hölle werden ab 18 Spiele geschnitten? Es ist so Bullshit. Wartet, immer rein. Also, es gibt ab 18, es gibt auch indiziert. Aber ich verstehe nicht, wo der Unterschied ist. Wenn du 18 bist, darfst du machen, was du möchtest. Du bist erwachsen. Warum wird dann noch geschnitten? Und dann gibt es noch dieses indiziert sein. Ich verstehe es nicht. Es ist... Wenn es richtig schlimm ist, warum wird die Bibel nicht indiziert? Es ist so, es gibt Kinderbibeln, sonst gibt es auch keine USK. Okay, bei Büchern ist eh was anderes. Aber, warte mal, wie hieß das? Ne, ist egal. FSK, UK, ist egal. Und das ist so bescheuert. Ich habe danach geguckt, es gibt dann wirklich von Fans Blutpatches und sowas. Was für eine Arbeit, aber das werde ich mir wohl dann machen, weil ich möchte ein Spiel so, wie es sein soll. Boah, bin ich sauer. Warum machen sie es komplizierter, als es sein muss? Okay. Es ist einfach nur so seltsam. Es ist... Ja, ja, komm, sag mal was. Na. Ach, kümmern wir uns ums andere. So. 16 Bags müsste reichen. Oder auch nicht. Ist auch egal jetzt. Kommen wir zum Thema. Ich weiß ja, es gibt schlimme Dinge und so, ne? Zum Beispiel diese Snuff-Sachen von Manhunt oder sowas. Und wenn man jemanden was abschneiden kann und ja, okay. Nur, wie einige von euch sicher mitbekommen haben, ich bin sowieso so ein Gegner von Altersbeschränkungen und Sachen, weil es alles Bullshit ist. Und ich finde es auch total blöd, dass das Thema Sex oft mit Gewalt in Verbindung gebracht wird. Das heißt, in diesem ab 18. Warum? Das Einzige, wo man aufpassen muss beim Sex, ist, dass beide es wollen und dass kein Kind entsteht, wenn es nicht entstehen sollte. Das ist das Einzige, weil alles andere ist doch, wenn ihr euch nicht schadet und es toll findet, was ihr macht, dann ist es doch was anderes, als wenn Gewalt gemacht wird. Und wenn irgendwie ein gewalttätiges, rechtsradikales oder was auch immer, so Nazi erschießen oder sowas, ne? Wenn das kommt, finde ich das schlimmer als Pornos. Naja, aber scheinbar finden Leute, da muss man andere schützen. Es ist ja nicht so, dass man mit 11 oder 12 schon anfängt, über Sex nachzudenken. Man fängt aber auch an, da über Gewalt nachzudenken. Und bei beiden muss man aufklären. Wenn man dann 18 ist und noch nicht aufgeklärt ist, dann kann man trotzdem. Man kann machen, was man möchte. Man kann Kinder machen. Man darf jeden Fetisch ausleben. Man darf aber immer noch nicht jemanden verprügeln oder erschießen. Nur, wenn du dann einen Film gucken möchtest, wo dann halt gezeigt wird, wie... Leute unecht erschossen oder verprügelt werden oder sowas, weil du diese inneren Bedürfnisse hast, dann sollte auch das erlaubt sein. Aber gleichzeitig vielleicht irgendwie mit so einer Warnung. Ich meine, auf Zigaretten steht die Warnung, kann tödlich sein und sowas und kann impotent machen. Wie wäre es auf diesem Spiel eine Warnung und vielleicht nicht so groß wie diese FSK, was total nervtötend ist, mit der Warnung, wenn sie das hier gucken,
Und das sehr heftig, also so extrem und so, ne? Dann gehen Sie doch mal zum Psychiater. Einfach nur mal zur Sicherheit. Einfach nur, weil wenn jemand sagt, oh, ich möchte unbedingt Tiere töten und mich darin suhlen, dann holen sie sich so ein Ballerspiel und lieben es dann, die umzubringen und Headshot und freuen sich darüber. So, wenn das ist, dann würde ich sagen, hat der so innerlich so ein paar Probleme damit. Das Gleiche ist, wenn einer nur Pornos kauft und guckt. Genau das Gleiche. Dann nur, dass er niemanden schadet damit. Selbst wenn er rausgehen würde und Nutten knallt, dann schadet er sich selbst damit, weil er halt kein Geld mehr hat. Aber es ist ein Riesenunterschied. Haben wir das erstmal vom Tisch? Jetzt geht es darum, zum Beispiel sowas wie Bioshock oder Fallout 3. Es ist natürlich seltsam, da mit diesen 99, ey, mit dem Wegschießen von Körperteilen und sowas. Aber es ist so wie Kunst. Ganz ehrlich, Kunst würde nicht verändert werden. Kunst nicht. Aber Anime, Filme, Bücher, alles das darf zensiert werden. Warum gilt das nicht als Kunst? Ist das nicht diskriminierend? Warte kurz, wir müssen jetzt ganz kurz gucken. Jetzt muss ich uns nämlich jetzt sagen hier Wild Berries, glaube ich, ne? Oh, es kann dauern. Da kriegen wir aber richtig viel Geld. Aber das werde ich niemals schaffen, weil ich so viel nicht anpflanzen möchte. In 10 Tagen, du mich auch. Mach mal hier Wild Berries. Hat sie das eigentlich schon? Ich glaube schon, ne? Ich glaube 99 Wild Berries gab es letztens als Angebot. Ich darf mich doch bloß nicht verdrücken. Peanuts. Naja, auf jeden Fall. Ich verstehe die Logik nicht, würde es ab 16 sein. Und dann sagt, wir müssen, dann muss geschnitten werden. Klar, das ist was anderes. Das ist Jugendschutz und so. Aber wenn das Höchste erreicht ist, das Höchste an Altersfreigabe, indiziert es ja eigentlich nur, du darfst es nicht ausstellen. Aber wenn das Höchste an Altersfreigabe da ist, warum kann man dann noch schneiden? Ich meine, was gibt es dann noch weiter? Es gibt ja keine weiteren Möglichkeit. Du kannst es niemals anders finden. Also, es ist ja nicht so FSK 21. Alles ungeschnitten. Du musst es aus Österreich holen oder sowas. Und ich habe keine Lust. Jetzt muss ich mich wieder durch Foren durcharbeiten und da was suchen, obwohl ich es mir gekauft habe. Ich meine, ich habe es gekauft. Ich habe es nicht mal. Leute, die sich das runterladen im Internet, bekommen gleich die ungeschnittene Version. Die werden also belohnt. Ah ja, und so kacke, wenn man dann noch die DVD im Laufwerk haben muss. Also ernsthaft. Wenn man es runterlädt, muss man das nicht. Warum kriegen denn die es runterladen, Vorteile gegenüber denen, die es nicht runterladen? Ich verstehe es nicht. Das ist so dumm. Und daher werde ich hoffe, das macht dann keine Probleme. Fängt schon wieder das Auto draußen an zu fiepen. Mach hinne jetzt da. Dass ich da hoffentlich keinen Ärger bekomme, aber bei Bioshock werde ich es vielleicht nicht machen. Da habe ich gelesen, da sollen die nicht so schlimm sein, die Cuts. Aber dass es die überhaupt gibt, ist schon scheiße. Och, kommt jetzt! Gibt es keine mehr hier? Wild Berries? 99 Wild Berries? Scheinbar nicht. Jetzt kann ich keine Jobs mehr nehmen. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich die umsonst gesammelt. Jetzt werden die alle eingehen, verderben. Nee. Die wollen unbedingt etwas, was man anbaut. Und nicht mal im Frühling. Dieses Spiel ist dumm. Nein, werde ich eh nicht schaffen. Nein. So, naja, ich würde von euch gerne mal eine Sache hören. Ups, warte, nein. Ob ihr das gut findet, ob es da auch gute Sachen von. Natürlich könnte ich jetzt auch gute Sachen jetzt sagen. Mich auch eben durch
habe blicken lassen. Es gibt natürlich auch schlimme Seiten von diesen brutalen Sachen, aber es macht keinen Sinn, da FSK, dann sollen sie hinschreiben, FSK 18 Cut Version oder sowas. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn man eine ab 18 kauft, das ist wie bei einigen Filmen. Ab 18 und dann ein paar sind eine Minute geschnitten. Und denke ich mir so, warum? Na, okay. Kann sich die ganze Zeit aufregen. Aber ins Kino, ich habe irgendwie nichts zu tun jetzt, wo ich umsonst alles gesammelt habe. Ich bin kurz davor, sie einfach zu verkaufen. Bringt aber fast gar nichts. Das ist auch blöd. Deine Mutter, ey. Ernsthaft. Ach, Mann. Was soll ich jetzt machen? Wir können auch mal zu ihm gehen, vielleicht. Einer von den Jungs hier. Ja, ich nenne dich immer noch Junge. Du willst ja einer sein, deshalb. Und du? Hallo, Lukas. Ach, Mann, oh. Ich bin nicht schlecht drauf. Alles umsonst gesammelt. Ja, dann würde ich sagen, wir machen noch einen Tag. Oder? Beim vierten? Ja, komm. Machen wir einen ganz schnellen Tag noch hinten dran. Um euch zu zeigen, wie schnell das geht. Hallo, Billy. Na, richtig toll. Worken nicht wirklich. Worken eher. So. Jo, dann, keine Ahnung. Wir haben uns hier um alles gekümmert. Schöne Scheiße, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt nämlich warten. Noch 5 Tage. Halt die Fresse da draußen. Haben wir ihr schon was geschenkt? Ich glaube ja. Das meine ich, das ist jetzt ja seit Jahren so, dieses Fiepen da draußen. Ich weiß nicht, was es soll, ob das ein Auto ist oder so. Naja, dann wollen wir mal einfach nur zu Bett gehen. Ich hoffe mal, es gibt keinen Sturm oder so, aber den gibt es irgendwie nur im... Es wird regnen, das ist doch schön. Hallo Schatzi, du sollst dich um alles kümmern. So, kurz hochheben, gucken, ob er uns was gegeben hat. Nicht wirklich. Uns darum kümmern. Irgendwie kann ich zu dem Thema auch nicht wirklich was sagen, muss ich sagen, weil es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich möchte gerne die Erklärung wissen. Ich mag es halt nicht, wenn es keine Lösung gibt. Du kommst ja nicht an einer anderen Version ran, außer woanders zu kaufen oder illegal es zu holen. Und das ist, was mich stört. Du hast keine Option, das zu bekommen, was du eigentlich bekommen solltest. Warte mal, kann ich das schaffen? 99 Turnips? Ich weiß es nicht. Ohne dass du halt was machst. Yay! Wir können harvesten. Yay, Harvest Moon. Es sollte mal so ein aufladbaren. Das wäre es nochmal geil. Aufladbaren Magic hier. Dingenskirchen, was wir hier haben. Handschuh. Oh, ich bin so durcheinander. Das ist ganz schlimm. Deshalb, ich hatte so Bock, eigentlich ein neues Projekt anzufangen. Aber nicht, wenn ich so verpeilt bin. Das geht gar nicht. So, schaffen wir noch mehr wie hiervon? Ansonsten ist es auch nicht so wichtig. Aber wir könnten. Wir haben innerhalb von 3 Tagen es geschafft. Wir könnten jetzt noch mehr Rüben. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Schaffen wir 99 eventuell? Turnips? Ah, ich weiß nicht, wie schnell die schlecht werden. Das ist das Problem. Aber wir schaffen auf jeden Fall. Ah, jetzt ist alles nicht. Aber wir haben noch 12 Stück. Ja, das machen wir. Komm. Das schaffen wir. Aber am Anfang war das Spiel noch wirklich toll. Wo man natürlich anstrengend, aber wo man dann sich irgendwann die hier kaufen konnte und dann die Vögel nicht mehr kamen und dann hatte man mehr Geld und so. Und dann konnte man fischen und dann hatte man so viel Geld. Und dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen
wenn ein Spiel bricht und man freut sich, dass man nicht mehr arbeiten muss und gleichzeitig denkt man sich aber auch so, man hat aber auch keine Befriedigung mehr. Und bei diesem Spiel kann man nichts anbauen. Das ist so dumm. Was ist denn das für eins? Also, warum? Ich verstehe es nicht, warum ein Harvest Moon das nicht macht. Ich weiß es nicht. Ich würde so gern alles bauen können. Also wirklich von einem kleiner Hütte bis alles. Das wäre so cool. Aber, naja. Apropos, ja, das hier kann eigentlich auch weg. Sieht einfach nur doof aus. Dann wiederum, dann kommt da kein wenn ich das zumache, kommt da wenigstens kein Unkraut mehr. Stimmt eigentlich. Da wächst dann kein blödes Unkraut. Machen wir das mal so. Ja, die Münze brauchte ich jetzt. Yay. Dann wiederum kommt drauf an, was noch kommt, ne? Machen wir es aber so, dass es ein bisschen nass aussieht. So, ist doch schön. Hier unten kommt ja. Ah, nee, hier unten wird ja eh noch gemacht, wenn das hier fertig ist. Ja, würde ich mal sagen. Oder? Jo, das ist doch schön. Hör doch mal auf draußen. Im Sommer ist das scheiße. So, weil dann wissen wir, diese machen wir auch noch bis hierhin. Und dann haben wir richtig viel Reis zum Anbauen. Um den wir uns nicht kümmern müssen. Haben wir oben was und unten was. Und hier ganz normal. Den hier, das wird bestimmt lustig. Ah, ich kann es gar nicht abwarten, ey. Dafür müssen wir aber noch 4 Tage warten. Oh, reichen 4 Tage? Oh, das wird knapp. Wie viel haben wir denn? Wie viele Turnips? Oh, wow, 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 wow. Das wird was. 52. Wir könnten es schaffen. Oh, wir haben sie noch gar nicht aus dem Stall rausgeholt, glaube ich, aus den Ställen. Ne, haben wir noch nicht. Hm? Sie hat 6 gefüttert und sich um 5 gekümmert. Wieso nur um 5? Um irgendeins hat sie sich nicht gekümmert. Sarah mag ein Pferd scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ach man, Ruhe da draußen. Hört ihr das? Nervtötend. Noch einen Tag! Dann gibt's Geburt! Oh mein Gott! Ich muss doch noch einen Part machen. Aber ist ja kein Problem. Ich werde gleich noch einen fischen und dann haben wir auch für diesen Part was geschafft. Obwohl ich total weg bin mit dem. Manchmal ist Let's Play schwer. Oh, auf jeden Fall wird draußen. Ah! Einmal hat sie die ganze Zeit gefiept. Nicht nur dieses Wieb, 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 sondern die ganze Zeit Wieb. Und ich war der Einzige, der irgendwie mal nachts rausgegangen ist dann. Um 4 Uhr. Und dann gemerkt hat, was es war. Aber ich konnte nichts tun. Es war eine Gegensprechanlage. Verkaufen wir auch noch schön. Ja, und jetzt? Oh, sollst mich einladen endlich, Bitch. Morgen regnet's. Ist das gut oder schlecht? Wenn das Kind kommt. Ich hoffe, das ist egal. Warte mal. 3 Stück. Nee, ist in Ordnung. Vielleicht hab ich die unterschiedlich geholt. Dann können die noch ein bisschen Fertilizer werden. Juhu. Ja, das war's, glaube ich, auch. Wir schaffen es eh nicht mehr mit dem Fisch. Ich kann es auf. Ich muss nie wieder fischen. Nie wieder fischen, Sarah. Nie wieder fischen. Blabla. Sarah, Sarah, nie wieder fischen. Fischen, fischen. Wir haben 11 Uhr. Schaufel brauche ich nicht. Und wir haben morgen ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Wir brauchen 99 von allem. Das ist so übertrieben. Nee, ich will noch mit dem Mädchen reden. Da. Ach, nein, sie sagt nichts. Okay, vielleicht muss ich ihr was schenken. Apropos. Ihr schenken mal. Nach so langer Zeit schenken wir mal wieder was. Das wird schön. Das wird alle super doll freuen. Guck mal, Elsa, hier habe ich dir gepflückt. Ha, ich bin so toll. Wer ist noch? Bumblebee? Yay!
Yay, das ist mindestens ein Punkt, den ich bekomme. Ich bin so gespannt. Ich habe wirklich nirgends irgendwie Info gefunden, ob was am Ende passiert. Nirgends. Da bin ich echt gespannt. Jo, das war's. 52 davon. Pflanzen haben wir noch nicht. Ja, dann war's das. Und wir gehen ins Bett und morgen kriegen wir unser Baby. Und jetzt habe ich gar keinen Namen, weil ich die ganze Zeit gespielt habe. Ist egal. Nenne ich das Baby halt selbst irgendwie. Denken wir uns noch was aus. Das wird schon. Sowieso unser Baby, wie das wohl heißen wird. Wir sind gespannt. Das neue Baby von Baka. Baka wird werfen. Lalalalalala. Und Phil wird Vater. Juhu. Bis dann.